Moin, moin, liebe Freunde, hier ist Koma, ich zocke bis ins Koma und heiße euch oder reiße euch recht herzlich willkommen. Ja, bevor wir jetzt zur Gewinnspielauflösung, dem nächsten Charakter im Let's Play und ähnliches kommen, gibt's erst einmal das fette Intro von mir. So, Freunde, jetzt wo ich euch schon mal durchs Intro ziemlich lang aufgehalten habe, fangen wir doch erstmal an, was es zur Verlosung gab. Also, wir hatten jetzt hier als Beispiel, also was heißt als Beispiel? Also alles, was zwischen diesen zwei Premium-Kisten liegt, sage ich jetzt mal, war zur Verlosung frei. Und ich werde jetzt einfach nochmal kurz alles schön in Ruhe vorlesen. Und werde zwischendrin einfach mal kurzerhand cutten und jedes Mal, wenn ich das Item genannt habe, gibt es eine Verlosung dazu, wer sich halt je nachdem angemeldet hat. Ich habe mir extra schon eine Liste gemacht und bin sehr akribisch durch, ja, auch auf den YouTube-Kommentaren, also Nachrichten habe ich nachgeguckt und da gab es ja auch ein paar, die keine Nachrichten schreiben konnten im Game. Den habe ich natürlich jetzt auch nochmal eine Chance eingeräumt, den schicke ich dann zum Schluss zu, wenn sie gewinnen sollten, alles kein Problem. Gut, mir geht gerade das Geräusch hier im Hintergrund gerade voll auf den Sack, weil jemand seine Kisten aufmacht, aber was soll's. Wir fangen einfach mal an. Wir haben hier den fortschrittlichen konturvioletten Adlerauge-Kristall. Jetzt kommt der fortschrittliche meergrüne Adlerauge-Kristall. Und hier ist der fortschrittlich rosa-pinker ausweitender Kristall. Fortschrittlicher warm-orangener Adlerauge-Kristall. Fortschrittlicher imperialroter ausweitender Kristall. Jetzt kommen wir zu fortschrittlicher imperialroter Adlerauge-Kristall. Fortschrittlicher imperialroter unzerstörbarer Kristall. Und bei den Farbkristallen zu guter Letzt der fortschrittlich verkohlt orangener unzerstörbare Kristall. So, ich würde mal sagen, jetzt kommen wir erst einmal zu den Rüstungen. Bei den Rüstungen gab es zwei Möglichkeiten. Einmal gab es die komplette Rüstung des Ödlandräubers. Komplett. So, und die Verlosung, die kommt jetzt. Und wir hatten natürlich auch noch das alte teuflische Rüstungsset. Dafür hatten sich ein paar von euch gemeldet und ich würde mal sagen, das komplette Rüstungsset, was ich jetzt hier habe,
wird natürlich dann auch noch einmal verlost. So, zu guter Letzt kommen natürlich die ganzen Gleiter. Zum Beispiel wäre da jetzt der Amtsabruhm. Der Amtsab ZB4. Amtsab ZB8. Und der letzte in der Reihe, Amtsab ZB7. Hier gibt es eine Wildnisversorgungs-Uxibestie, die einen neuen Herren oder eine neue Herrin sucht. Und natürlich ein goldenes Kartellmarkt-Gegenständchen, und zwar der dunkelgraue Taurücken, der seit Jahren auf meinem Inventar rumliegt. So, Freunde, das war's eigentlich so weit und so gut vom ganzen Gewinnspiel, was angekündigt war. Nichtsdestotrotz, ich habe bemerkt, dass ich etwas doppelt hatte. Und zwar habe ich hier etwas, das an alle, die jetzt sich zum Gewinnspiel gemeldet haben, noch einmal verlost wird. Und zwar die Zugriffsberechtigung Sektion X. So, ich hoffe, dass es euch soweit gefallen hat mit der ganzen Verlosung. Ihr seht jetzt hier noch gerade die Gegenstände. Ich habe sie wahrscheinlich nach dem Video direkt einmal verschickt an alle Gewinner. Ich weiß es jetzt gerade selbst noch nicht, da ich gerade alles am Stück aufnehme. Aber ich denke mal, ihr werdet hoffentlich soweit zufrieden sein. Ich freue mich auf jeden Fall darüber, dass so ein paar Leute von euch mitgemacht haben. Es war ziemlich cool für mich, mal sowas wieder zu probieren. Hat Spaß gemacht. So, und jetzt kommen wir mal kurz zur anderen Auflösung. Und zwar, was wird als nächstes passieren? Wir haben jetzt ja soweit den Sith Juggernaut hinter uns. Vielleicht fehlt noch eine Folge, während ich das Video hochgeladen habe und aktiviert habe. Das ist aber nicht schlimm. Ich habe ja gesagt, gegen Ende des Juggernaut Let's Plays wird es überall eine Auflösung geben. Einmal zum Gewinnspiel und einmal zum nächsten Charakter. Und so wie es die Umfrage ergeben hat, ich werde die dann wahrscheinlich jetzt deaktivieren. Wird es der Jedi-Botschafter. Ihr habt euch soweit entschieden, fast die Hälfte von euch, also 45% war der letzte Stand, den ich jetzt selber weiß, für den Jedi-Botschafter. Der Jedi-Botschafter soll es werden, also wird der Jedi-Botschafter auch Let's Played auf der guten Seite hier auf T3M4. Und ansonsten weiß ich jetzt gar nicht, gibt es noch irgendwas Wichtiges zu verkünden, außer dass ich euch noch viel Spaß da draußen wünsche mit euren neuen Gegenständen, beziehungsweise beim selber spielen viel Spaß wünsche, beziehungsweise beim Schauen von Videos viel Spaß wünsche. Ich weiß ja gerade nicht, was ihr macht. Auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch soweit gefallen. Wenn es noch irgendwelche Ankündigungen geben sollte, dann könnt ihr demnächst auf ein neues Video hoffen. Ansonsten gibt es jetzt eigentlich soweit nichts mehr. Ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bin Chroma, zocke bis ins Koma und wir sehen uns dann. Bis denne.